Der HCB Südtirol empfängt am Neujahrstag den Tabellenführer aus Salzburg. Nach der Auswärtsniederlage gegen Dornbirn sind die Bozener auf Wiedergutmachung aus. Das zeigen auch gleich die ersten Minuten in einem umkämpften Spiel. Die Foxes mit viel Schwung. Gigliatti zieht in unnachahmlicher Manier in Richtung Tor. Sein Abschluss wird noch etwas glücklich von De Luca abgefälscht. Schon in Minute 4 holt sich das Heimteam eine frühe Führung. Stark gemacht von Gigliatti, der bereits im 5. Spiel in Folge scoren kann. De Luca ist dann noch entscheidend dran. Danach geht's in der Eiswelle hin und her. Hughes mit der Chance, er scheitert an Irving, der Bozener Schlussmann, mit einem Top-Save, hauptverantwortlich dafür, dass McIlwain und seine Salzburger nach Abschnitt 1 0:1 zurückliegen. Auch in Drittel 2 bleibt das Spiel hart umkämpft. Bei angezeigter Strafe prüft Silvestre Lamoureux. Der behält aber die Übersicht und pariert gleich noch ein zweites Mal sehenswert gegen Anil. Clayton Beddo sieht, dass sich auch die Salzburger weiter Möglichkeiten auf das 1:1 erspielen. Plötzlich Harry alleine vor Irving, der aber wieder reaktionsschnell. Kurz vor der zweiten Sirene kratzen die Südtiroler dann an einem 2-Tore-Vorsprung. Tauferer mit dem Blue-Liner, Gigliatti mit der Rebound-Möglichkeit. Die Scheibe klatscht an die Latte. Sie ist ganz deutlich nicht hinter der Linie. Die Südtiroler beanspruchen erfolglos den Videobeweis. Es bleibt bei nur einem Tor Rückstand der Salzburger vor dem finalen Drittel. Dann die 44. Minute, die Bozener mit einem Fehler und der wird teuer. Mikkelsen alleine vor Irving und im Nachsetzen trifft Filip Waretschka. Im 7. Einsatz ist es soweit mit dem ersten Treffer des Youngsters. In der EBL der 18-Jährige ist an der Scheibe dran, Robertson auch. Waretschka im Anschluss mit Schmerzen, nachdem er mit voller Wucht ins Tor schlittert. Aber am Ende steht das 1:1, alles wieder offen in der Pala Onda. 3600 Zuschauer erleben dann nochmal eine Reaktion der Foxes. Anil probiert zum zweiten Mal, rettet Metall für Lamoureux. Das Spiel in der Schlussphase auf des Messers Schneide. Beide Teams nahe dran an Torerfolgen und Bozen scheitert dann noch einmal an der Torumrandung. Silvestre akrobatisch im Liegen, nur an die Stange. Eine sensationelle Aktion von Silvestre. Die hätte sich ein Tor verdient. Was für eine Körperbeherrschung. Wieder schauen sich die Refs die Szene ganz genau an und wieder lautet die richtige Entscheidung: No Goal. Die Scheibe will einfach nicht noch einmal ins Tor, auch nicht Sekunden vor dem Ende des dritten Abschnitts. Die Halle tobt, diesmal Silvestre im Powerplay mit dem Abschluss. Aber auch dieser Schuss war erneut nur an der Stange. Die Foxes mit dem 4. Metalltreffer an diesem Abend. Schon kurios. Wieder gehen die Refs auf Nummer sicher. Einmal mehr war die Scheibe nicht drinnen. 1:1, die Entscheidung fällt somit erst im Shootout. Da trifft Alberger, die Salzburger Schützen vergeben. Und dann ist es Hargrove, der für einen Shootout-Sieg der Bozener sorgt. Der HCB meldet sich im Kampf um Platz 5 zurück. Salzburg bleibt mit einem Punkt Vorsprung auf Wien Tabellenführer. The game was close the whole way. I thought we started off real slow. And then I thought we found our game about halfway through the first period. I thought that both teams had a lot of great scoring chances. I think they had two or three that were right around our net, and you know we had grade A scoring chances for them. Thought both goalies were really strong throughout the game. Big congratulations to Filip Waretschka on his first goal, and you know that was a big one for us. Helped us to get the point today. I mean the boys came out and played a hard 65 tonight. Was probably the one of the best games we've played this year. Would have been nice to get it done in regulation. Ran into a good goaltender in JP Lamoureux at the other end, and a couple posts as well. But I'm proud of these guys the way they battled for 65 minutes out here tonight.